zum 18. Part von Dies und Vier. Weiter geht's und Amber muss in einer Stunde zur Arbeit. Sie kann sich mal krank melden, weil sie es ihr nicht so gut geht aktuell. Sie muss aufs Klo, Spaß hat sie keinen und Sozialbedürfnis ist auch im Eimer. Also, ja, der geht's gar nicht gut. Geh doch erstmal auf Klo, vor allem wenn wir eh nur zwei haben und du und wir ja, fünf Erwachsene sind, die das Bedürfnis haben, auf Klo zu gehen. So, wo schläft jetzt sie? Schläft sie im Bett? In der Badewanne, hör doch auf. Nein. Weiß ich nicht. Oh Mann. Ach so, weil das Bett sie getötet hat. Deswegen. Locker deswegen. Daher kommt die Angst. Bestimmt. Scheibe. Muss ich die Angst wegmachen? Ehrlich. Geht gar nicht. Ist der Hunger bei dir eigentlich? Geht der in Ordnung? Ja. Erstmal ja, gut. Wie sieht das bei dir aus, kleiner Mann? Hunger ist voll, gut. Dann darf das einfach hier reingeschoben werden. Und du darfst mal eben schlafen gehen. Alles gut. Wenn nicht, muss ich dir Bewegungsfähigkeit beibringen. Nee, kann er nicht. Gut, dann muss er es lernen jetzt. Nein, hör auf! Ach egal, vielleicht bringt sie ihn ja ins Bett. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Sie macht Amber an? Ne, Energie absorben. Ach Mann. Arme Amber. Einfach unschuldig und kriegt Energie abgesorgt. Aber gut, Sarah war auch nicht heute. Level 2 Bewegungsfähigkeit. Kann jetzt Treppen steigen. Nice. Nice, sehr gut. Gut. Dann kannst du auch schlafen gehen. So. Gut. Geh mal ins Bett, genau. Und du kannst halt aufhören damit. Nein. Du musst nämlich auch schlafen, weil du keinen Drahtdienst mehr hast. So, Siobhan, ich glaube, du bist auch noch nicht ausgeruht, oder? Ne, nicht ganz. Geh nochmal ins Bett. So, alle müssen ausgeruht sein. Geister, so wie Menschen. Schade, leider dauert es ein bisschen länger. Oh, Sarah ist noch. Obwohl, die hat ja Energie auch ausgesorgt, also. Ja. Ich weiß, hier kein Begrüßungskomitee gerade ist. Ich würde gerne die Nachbarn ein bisschen kennenlernen. Liebestag mit dem Morgen. Ui. Ui, ui. Hey, wer bist du denn? Marcel Price. Kannst du dich mal horny vorstellen? Dann noch die Energie absorgen? Und dann passt das. Moiwa. Weißt du was? Mein Date mit Markus Flex ist sehr gut gelaufen. Schön für dich. Niemand hat danach gefragt, niemand interessiert, weil es niemand interessiert. Moiwa. Frag dich mal wieso. Oh! Oh, 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 oh. Hey. Ich schau mal auf den Price eigentlich. Weil der hier, der ist cool. So. Kokett vorstellen und keine Energie vor absorgen. Stellt sich einfach jedem Morgen vor. Also sie ist ein Geist. Jetzt erst recht. Obwohl braucht sie ja gar nicht, also. Scheiß drauf. Genau, sehr gut. Fühlt sich geschmeichelt, nice. Oh. Oh, oh, das war die Mutter von Sophia. Krass. Ja. Aber scheint ist das immer noch der Albtraum hier, den ich sehe. Ich dachte schon, schläft sie im Stehen oder so als Geist. Ist das möglich? Ich weiß nicht, ich bin ja kein Geist. Also, um meine Mütze zu küssen. Hände küssen. So. Rose anbieten. Aufweisen, posieren. Nice. Und wie man Spaß aussehen machen. Oh, er hat richtig Bock auf sie. Direkt horny geworden. Also wenn das keine, wenn da keine Love in der Air ist, weiß ich auch nicht. Love is in the air. We got every sound. Aber bei so einem sexy Geist wäre jeder mit dabei. Jeder, der Augen im Kopf hat. Siobhan. Hey Siobhan, du bist so berüchtigt, dass einer meiner skrupellosen Freunde dich gerne treffen möchte. Darf ich deine Nummer weitergeben? Das sagt ausgerechnet die Schwester. Ja, mach das mal. Ja, werde ich. Ja, boah, sehr schön. Ah, nee, 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 nee. Genau. Sarah und Kalle bekommen beide ihren allerersten Kuss. Nice. Ja, super. Ja. Ja. So, sehr gut, bitte Freund zu sein, genau. Dann noch im Regen küssen, genau. Bisschen die Romantik noch erhöhen. Dann die Freundschaft ein bisschen erhöhen. Wohnungsschlüssel geben, der kann jederzeit vorbeikommen. Weil er so super ist.
Super toll. Chili-Chips geben. Wusste ich doch, dass zwischen euch beiden es klappt. Ich hatte auch so ein Gefühl. So. Aber auch der eine Typ war nicht abgeneigt. Also der hat sich auch gefreut, als ich Joni vorgestellt habe. Aber sie hat jetzt ihren Schwarm gefunden anscheinend. Wird sie bei Enten erzählen. Es hat leider bis nach ihrem Leben gedauert. Aber auch der erste Typ, mit dem sie intim geworden ist, versucht hat, intim zu werden, direkt geklappt. So kann es gehen, ne? Hell's a nipsy, dude. Genau, Fashion Mashing Whirlpool. So war das. Creeped out in the arch. Tür aufschließen. Ja, genau. Aber wo hat er nicht einen Schlüssel? Kann er nicht eigentlich in Whirlpool rein jetzt? So. Romantik? Naja. Fashion Mashing Whirlpool. Komm, gönnt euch. Gönnt euch mal ein bisschen Geister und Lebensspaß. Komm, gönnt euch. Willst du Kaleb? Hast du Bock? Jawohl. So. Kennt ihr jetzt die Fashion Mashing Antares von Kaleb? Schön. Sascha, schön, dass du einen voran lässt, aber bist du ready to go? Ja, fast. Cool. Dann kannst du auch ein bisschen mit Kaleb plaudern. Jojo. Kaleb ist ein cooler Typ. Aber erstmal musst du eben was essen, dann musst du auf Klo gehen und dann musst du mal schauen, was du so machen kannst. Anne, bist du ausgeruht? Ja, du bist wichtig. So, du musst auf jeden Fall ausgeruht sein. Anne. Bist du ausgeruht oder bist du nicht ausgeruht? Doch, so gut wie. Das reicht mir. So, dann kannst du duschen gehen, dampfend. Und dann kannst du eben sozial, Hunger. Hunger ist wichtiger als sozial. Weil sozial kannst du auch so machen, mit ein bisschen plaudern mit Mitbewohnern. Wir haben ja genug zur Auswahl. Und ja. Oder Kaleb ist auch zu Besuch, immer noch. Mit dem kannst du auch zur Not reden. Oder vielleicht sogar versuchen, ihm Dings wegzuschnappen. Weiß ich ja nicht, ob Anne so Bock hat, den wegzuschnappen. Das könnte auf jeden Fall für Drama sorgen. Mal gucken. So. Was meint ihr? Lasst mich gerne wissen, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Falls immer zusieht. Und dazu eine Meinung hat, weiß ich ja nicht. So. Sarah und Kaleb. Ja, voll. Über Hochzeit reden, wenn wir das ja noch spielen. Obwohl eigentlich erste Tasche möchte, also. Ob das wirklich zu früh ist, ihm weiß ich nicht. Vielleicht hat er ja schon Bock, sie zu heiraten. Vielleicht denkt er sich, oh ja, die ist cool. Er hat es direkt gefunden, wer weiß, ne? Gut, leidenschaftlich küssen kannst du danach. Ja, voll, das ist das Feuerwerk. So, dann kannst du. Du musst duschen, alles klar. Nein! Nicht bitten zu gehen. Bitte nicht. Sascha Junior ist sehr hungrig, das ist mir doch egal. Warum ich einfach bei meinem Sohn lasse da direkt. Oder was heißt, sag einfach, dass es mir egal ist. So. Aber gut, das nicht. So. Nein, hör auf. Du kannst mal hier eben das Essen hochstellen, weil. Oh, du hast sogar gegessen, nice. Dann kannst du eigentlich mal eben. Ja, obwohl kokette Herzkekse kannst du auch mal herstellen, dass wir wieder Essen haben, dass wir genug auf Vorrat haben, so, weil die werden ja nicht das letzte Mal Hunger haben. Und nein, du wirst nicht von mir runtergetragen oder von irgendwem, das kannst du vergessen, Kollege. Hast das Essen schon oben, jetzt nerv nicht. So, ganz ehrlich, ey. So, genau. Nein! Das Problem ist, das kannst du auch manchmal nicht abbrechen, das ist problematisch. Wer ist das? Chef Minder? Nee. Brauchst du nicht einen Anfang. Ist egal. Sport also Football Teams, ne? Nein! Ich habe Nein gesagt. Das meine ich. Das wird einfach so gemacht. Du kannst es kaum abbrechen. Okay, Glück habe ich gehabt. Zum Glück. Alles gut. Du musst Spaß haben in deinem Leben. Hast du denn genug geschlafen, Ember? Ja. Gut. Dann kannst du Spaß haben in deinem Leben, indem du eine Romanze schaust. Weil ich glaube, du hast Videospiele, Ember. Und dann kannst du eigentlich noch was essen, eben. Dann kannst du vielleicht Spaß mit meinem Char haben. So. Und zwar kannst du auch mal eben hier. Den. Das kann weg, da hat er sich eins rausgenommen. Das waren eben vier. Und die Bewegung sagt auch eindeutig, dass er es gemacht hat. Gut. Du kannst noch ein bisschen mit Kaleb reden, genau. Und meiner wird auch ein bisschen Kaleb vielleicht plaudern. Ja. Kaleb hat etwas, was ich haben will. Und nein, ich meine nicht seine. Also meine nicht das.
was Sarah von ihm will. Seine Liebe und Hingabe, das ist nicht so meins. So. Sondern er hat was noch viel Besseres als seine Liebe, seine Hingabe und was auch immer. Ja, so ein Kram ist auch nicht wichtig. Also mir nicht wichtig. So. Und auch vor allem nicht bei Männern. Ja. The Wheel ist nur interessiert an Frauen. So. Siobhan, wie geht's dir eigentlich? Kannst du mal ein bisschen aufräumen? Oder so? Macht sie von alleine? Nice. Perfekt. Genau. Haben wir jetzt eine Spülmaschine? Perfekt. Kannst hier auch den Teil von mir wegräumen? Nice. Ich mache Essen, sie räumt auf. Perfekt. Perfekte Beziehung eigentlich. So. Du kannst. Genau. Brauch noch ein bisschen mehr. Genau. Über Interessen reden. Über Grundbesitz plaudern nochmal. Und du? Nee, dich wollte ich haben. So. Hör mal bitte auf. Du hast genug gechattet. Du kannst mal eben hier Magie, Zauber. Magie üben, genau. Zwar ist die Frage, ist es ungezähmt oder schelmig? Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken eben kurz. Am besten, meiner muss zur Arbeit, darauf habe ich schon wieder keinen Bock. So. Also nimmt er sich wieder frei. Talentpunkte 2 Stück, nice. Ich vergessen auszugeben. Oder ich habe es nicht realisiert. Okay. Das hört sich interessant an. Aber... Ladung ist geringer. Entladen, nice. Bedeutend weniger und geringer. Mache ich das mal hier. Einfach zweimal. Auch wenn sie einiges so cool angehört hat. Sascha, du kannst mal bitte aufhören. Genau, du kümmerst dich um deinen Sohnemann, aber erstmal kümmerst du dich, dass du frei hast. So. Ah nee, ich habe doch hier... Ah nee, hab ich nicht. Der Beförderung. 1000 Euro verdienen. Feuer löschen, Angst vor Feuer. Ich kann ein Feuer erzeugen und dann kann ich es löschen lassen. Von meinem. Du nimmst dir erstmal frei, Kollege. Kollege Schnürschuh. Und du? Ja, am Anfang schauen, nice. Dann kannst du mal ein bisschen mit mir reden. Über Kochen reden. Die Frage ist, wo ist Siobhan? Ist sie auch um? Lilly, Feng, hey. Siobhan, ich habe viel von dir gehört. Vor allem Schlechtes, aber es ist okay. Die meisten Leute mögen mich auch nicht. Wir sollten mal zusammen abhängen. Ja, auf jeden Fall. Kennt ihr dich jetzt? Kennt ihr euch? Nö. Ja toll, wie sollt ihr dann abhängen? Super. Das haben sie jetzt auch verkackt, weil früher konnte man das dann. Aber, ja. Gut. Typisch EA. Spaß für dir. Eben. Dann, ja, kannst du nicht mal hier... Kannst mal hier zocken gehen. So. Und meiner... Na eben. Hier hingeht. Also nee, nee. Muss ich später machen. Kein Problem. Irgendwer hat nicht aufgegessen von euch. Hm. Wer kann das denn nur gewesen sein? Warst du das? War sie das? Oder war er das? So. Du kannst noch was essen ein bisschen. Ja, gut. Dann mach das mal eben. Ja, es wird gut passieren, wenn wir irgendwie... Ja, es ist ja nicht immer so offensichtlich. Kaleb, der... Ja. Der ist hin und weg. Ja, das passt gut bei euch. Heiratsantrag machen. Was? Er kann, sie kann ihn heiraten? Was? Ach ja, stimmt. Stand er da. Geister können ihn sogar heiraten, aber leider können die keine Kinder bekommen. Das ist schade. Dann müsste ich sie nicht zurück versuchen zurückzubekommen. So. Oh, Morgün. Nice. Anne, dein Spaßbedürfnis kann jetzt erhält werden. Leider hat sie kein Magierdings erreicht. Ich muss nochmal mit ihr ins Reich der Magie kurz reisen.
Ja, aber erstmal darfst du natürlich ein bisschen technischen. Dann kontrollieren, mit sie gelernt. Nice. Romanz Geschenk geben. Übelkeit. Jawohl. Ey, Faber. Ey. Kurze Frage. Tom Bailey und ich haben Zeit zu verbringen. Soll ich mich wirklich darauf einlassen? Schenk du das am Ballbringen? Er hat gesagt, ich bin mir nicht sicher. Wenn Schuwe wird das nicht tun. Warum nicht? Der ist ein Star. Vielleicht kriegst du Geld von dem. Und wenn ja, gib's uns weiter. Nein, Spaß brauchen wir nicht mehr. Sarah machte Caleb einen Heiratsantrag. Und so wie das aussieht. Nice. So, und ich wollte was zeigen, weil ich habe da was gesehen bei den beiden. Ah, Dominik, Sascha. Was? Achso, das ist Jovan, ach so. Ich dachte schon, wieso hat Sarah einen Romantikbalken bei mir? So. Das wäre mir neu, dass jemand miteinander flirtet. Aber hier. Liebes Pärchen, aus den Grundlagen einer guten Freundschaft, ein Dauer auf der Liebe entstanden, Nachbar, verlobt, Schlüsselbesitzer. Schwer verliebt ist Sarah gegenüber Caleb und Caleb gegenüber Sarah. Die romantische Annäherung hat einen blenden Eindruck hinterlassen und Sarah wird nie vergessen, wie sie sich nochmal in Caleb verliebte und er, wie sehr er sich in Sarah verliebte. So. Ja. Ich lese das jetzt nicht nochmal in umgekehrter Version vor. Aha. Begrüßungskomitee, Nachbarn hereinbücken. Ja, ja. Kannst du hereinkommen, Caleb. Er gehört auch dazu? Nö. Ist er der Einzige vom Begrüßungskomitee? Und warum so spät? Normalerweise kommen die mal sofort, wenn man umgezogen ist. So keine Sekunde ist da vergangen. Das hat sich wohl auch geändert inzwischen. Finde ich aber schade, weil anscheinend ist er der einzige Nachbar, der vorbeigekommen ist. Dabei leben hier noch ein paar andere Leute, aber naja, gut. Dann, soll es halt so sein, ne? Bewunderung ausdrücken, so. Siobhan muss duschen. Gut, dann kannst du mal duschen gehen eben. Kannst mal eben dampfende Dusche nehmen. Mit meiner hier. Wer redet hier mit? Sascha Junior? Was? Wie jetzt? Okay. Wusste gar nicht, dass er wach ist. Hab das komplett vergessen, weil so viel hier abgeht, ey. Kannst mal ein bisschen mit dem Trösten kannst du machen, dann kannst du mal ein bisschen mit dem Spielen. Wo ist Spielen? Hier ist Spielen. Dann kannst du Flashkarten beibringen. So. So. Mal gucken, was er dazu sagt. Ja, eigentlich wollte ich mich um anderes Spaß kümmern, aber okay. Was mit Siobhan los? Warum ist sie so? Ach, wegen den Träumen, ne? Ja. Machst du da? So. Ne, lass das mal. Mach da mal. Okay. Nein. Nicht noch eine. Nice. Gut. Sie ist Ronny. Perfekt. Wo ist Dings hier? Nein, Sarah. Wollte ich ihn haben. Anderer Geist. Hier. Perfekt. Ihr beiden kontrolliert dann schon miteinander. Reden und so. Ist das hier? Mach mal herein, bitte. Ja, ja. Ja, ja. So. Und dann noch hier. Bitte ein Outfit zu zeigen. Hat sie Bock drauf. Nachtwäsche, ja, ja. Findet sie klasse. So. Solange ich nicht hingucken muss, ist alles gut. Also könnte ich machen, also warte, passiert heute nichts. Ne? So. Über Ängste reden. Nee, du kannst eigentlich mal hier Techte Mächte mit ihm im Whirlpool haben, weil das ist heute so. Der. Ort zum Techtelmächte, dass sie ihr Spaßbedürfnis voll hat, hoffentlich. Und dann noch mehr Zauber lernen kann. Und ich auch den Zauber, den ich eigentlich lernen lassen will. So, du kannst dann mit Emma flirten. Damit ihr Spaß auch voll geht. Und weil ich auch das warte, dass ihr beiden ein bisschen näher kommt euch. Na toll, jetzt ist er wütend. Nein! Hör doch auf! Lass doch die Scheiße sein! Boah, diese Angst, ey. Ich werde die so zerstören einfach. Ich werde die so richtig wegmachen, ey. Ja, es geht mir so auf die Nerven mit dieser Wut. Jedes Mal wegen so einer Scheiße gehen die mir auf den Sack. Oh, du warst... Du hast Nein gesagt? Ja, dann halt nicht, dann kümmere ich mich nicht um dich. Ist mir auch egal. Anschreien, weil trotzig ist, so. Was soll denn das? Ja, dafür darfst du auch jetzt ins Bett gehen, so. Ganz ehrlich. Dafür darfst du jetzt schlafen gehen. Hast du halt, was soll denn das? Ich will mich vernünftig um ihn kümmern und er kommt mir so um die Ecke oder was?
Und Amber redet mit Caleb, die war schon hier teuer. Hör mal auf jetzt. Aber kannst mal gucken, ob Caleb Bock hat. Obwohl nicht, stell dich einfach nur freundlich bei ihm vor und dann geh weg von ihm. Nein, hör auf damit. So. Du kannst dich auch mal freundlich vorstellen. So. Alle stellen sich hier freundlich vor. So. Anne, kannst du dich mal mit ihm in die Dings vergnügen hier? Der sieht aus wie eine Frau. Ist der eine Frau? Sieht echt komisch aus. Der sieht echt komisch aus mit dem Outfit. Aber er hat halt Vorteile, ne? So. Naja, wie auch immer. Nein, Sascha, hör auf! Auch keine Scheiße hier. Junge, hör doch auf, ey. Ich hasse diese Wut. Ich mach die jetzt weg, die Scheiße. Ich wollte eigentlich die Punkte aufsparen. Aber ich habe 6100 Punkte? Was? Ich hätte doch nie gedacht, so viele zu haben. Aber dann kann ich mir ja richtig leisten. So. Adios, Angst. Ich hoffe, die bleibt dann weg. Weil bei manchen bleibt nicht so weg. Und was will der jetzt von mir, Junge? Halt die Schnauze. Ganz ehrlich. Er kommt mir blöd. Wegen Spielen sagt, nö, habe ich keinen Bock drauf. Ist trotzig, dann kannst du mich mal, Junge. Das hier kann weg. Das ist ja wegen unerfüllten Träumen, ne? Ja. Ja. Habe ich richtig ausgewählt, gut. Genau, Platz einfach rein. Das bin typisch ich. So, hör mal auf jetzt. So, was macht die Wut? Ja, die ist immer noch da, alles klar. Juckt einfach nicht, weil ich gerade 300 Points ausgegeben habe oder was. Super. Und zwar gehst du, wie gesagt, ins Bett. So. Du gehst jetzt ins Bett, Junge. Du brauchst hier nicht zu labern. Ist mir egal. So. Wer trotzig ist, geht schlafen. So. Der geht schlafen. Ganz einfach. Und du kannst mal nach Hause gehen. Ich will dich nicht haben. Nach Hause gehen, ja. Tschüss. Geh weg. So. Und Anne ein bisschen hier rum macht und dann kannst du eigentlich. Warum ist sie so fett geworden? What the fuck? Lul. Magie üben. Ungezähmt, ja, ja. Weil schwanger kann sie nicht sein. Also nicht der Größte. Vor allem wäre mir auch neu, dass wir noch Platz haben, aber ja, tatsächlich, wir haben noch einen Platz. Cool, dann könnte Sarah Caleb ins Haus holen, theoretisch. Und hier seht ihr, könnt ihr euch vielleicht denken, was ich von ihm will, an der Reaktion von ihm. Naja, egal, einladen über Nacht zu bleiben, genau. Ihr beiden macht natürlich ein bisschen weiter und so. Über Veränderungen in der Nachbarschaft reden, ja. Oh, das ist nett von ihr. Sie beikommt, um mich zu küssen. Das heißt, wir können direkt hier in die. Oh, da draußen steht auch noch eine Dusche. What the fuck? Nice Pyjama Party. Und du kannst noch ein bisschen schlafen, weil gerade habe ich keinen Bock, mich um euch zu kümmern. Sag ich, wie es ist. Dein Bruder hat alles versaut. Ich werde dich bei dem. So. Jawohl, mit dem Geist treiben. Nice. Oh, der Fahrer ist auch da. So, Ende küssen. Für. Anna hat einen neuen Zauber entdeckt, Fluchaustreiber. Nice. Gut, perfekt eigentlich. Dann mal gucken, ob du noch mehr üben kannst. Mehr Magie üben, Zauber. Ungezähmte mal ich jetzt. Ich glaube, das ist ungezähmt oder scheinlich. Alle Zauber ist aktuell in Rang. Scheiße. Ja, man muss ja halt mit den Weisen nochmal reden. Am besten.
Und hat die Energiepartikel schon gegessen? Ja, ne? Ja? Hast du ja. Schade aber auch. So. War was mit Caleb beschäftigt? Meiner wird. Nein, Junge, du brauchst gar nicht erst aufzustehen. Ist mir egal, dass du einen Albtraum hattest. So, ganz ehrlich. Ist mir scheißegal. Ah, schade, das hat nicht gut funktioniert. Und natürlich webt hier schon Warnlang. Das ist doch gescriptet alles. Die hat das locker mitbekommen. Hm? Nee. Aber das war so gescriptet, dass die da lang fliegt. Ja, natürlich fliegt die dann. Nein! Das Einzige, was passiert, ist, dass er angebrüllt wird, weil trotzig gewesen ist. Du kannst mal aufhören mit deiner Scheiße. Selber schuld, ganz ehrlich. Dann sei einfach nicht trotzig. Kleiner Drecksack. Sei einfach nicht trotzig. Dann hast du auch keine Albträume, dann kümmert sich dein Vater um dich. Ansonsten kannst du mich mal, Kind. So richtig. Was? Wow. Was erreicht? Nur noch 2000, ne? Yes. Warum habe ich das geschafft? Obwohl, geht das auch, wenn ich mein Inventar verkaufe? Gute Frage, ne? Ansonsten könnte ich ja einfach hier verkaufen. Alles. Ja, das zählt. Cool. Dabei wird das sogar aufgerundet. What the fuck? Ich kann auf einmal alle Dinge vom Stapel verkaufen? Cool. Genauso an Sparen und gute Entscheidungen haben alles zu folgendem beigetragen. Sascha hat seinen Traum verwirklicht, herrlich reich zu werden. Verdient es Merkmal klug. Auf wöchentliche Basis, prozentual anwachsende Haushaltskasse. Also je reicher ich bin, desto mehr Geld kriege ich geschenkt. Neues Bestreben wählen, ja. Können wir hier irgendwas holen? Was Neues? Nice. Haben wir. 25 Points. Nice. Dann hier. Familie. Nice. Nice. Ja. Ja. So. Dann. Mal schauen, was ich noch so mache. Gibt viele Optionen tatsächlich. Obwohl, hier könnte ich weitermachen. Das wäre mir wichtig. Auf jeden Fall. Weil ich auch nicht mehr wirklich Angst haben, weil ich beim Flirten erwischt werde. Wenn ich in einer Beziehung bin und so. Nee, geh nochmal schlafen. Ach Mann. Muss ja gerade jetzt aufwachen, ey. Wo alles so schön läuft. Andererseits, scheiß drauf, weil. Wenn ich reise sollte, das. Ach Mann, das ist unnötig. Toll. Locker. Danke, Sarah. Hör doch auf. Meine Güte, ey. Soll der Scheiß? Hab ich gerade mit der Reisen und so? Nö. Nur weil die so einen Scheiß macht, ey. Toll. Soll ich mich doch um James kümmern und den anderen gar keinen Bock zu. Deutsche Wand schnappt ihr auch noch essen, nice. Kokette Jagdsphäre. Ja. So schnell geht's Essen weg. Nur noch ein bisschen davon da. So. Dein Bruder kann auch mal aufstehen, um zu essen, weil er hat bestimmt auch Hunger, ne? Nein. Aber bestimmt bald, oder? Nö, aber trotzdem. Bevor das der Fall ist. So. Wie sieht das bei den anderen Haushaltsmitgliedern aus? Meiner ist gut. Du brauchst auch erstmal keinen. Gut. Du auch nicht. Du hast bisher gerade am Essen. Du musst nicht schlafen. Cool. Ja, dann warte ich, bis die gegessen haben. Dann räume ich das weg. Und du kannst mal aufhören damit. Du solltest mal in Amber ein bisschen mehr Zuneigung werden. Ah, nee. Scheiß drauf, ey. Geht ja runter und so. Kannst eher mit Caleb reden dann. So. Entschuldigen, weil das war echt nicht cool. Dass du den unnötig zur Sau gemacht hast, weil ich nicht mal wollte. Kochen reden. Nee, das ist falsch. So. Willst du bei Enten erzählen, genau. Bisschen anfreunden nur. Erziehungstipps geben. Was? Vielleicht Romantik zwischen Sarah und Amber? Aber dann wäre Caleb ja angefressen eigentlich. So. Lustige Geschichte erzählen, ja, ja. We are family. Du, 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 du. Ja, dann mach mal hin mit dem Essen, ihr Trottel.
Ganz ehrlich, warum essen die das nicht oben auf dem Bett? So. Sonst auch immer, aber jetzt auf einmal nicht. So. Richtig schade. Und Sarah hat es richtig hart getroffen, als selbst als Geist findet sie keine Ruhe, weil sie nicht im Bett nicht schlafen kann. Muss anderen Energie absaugen und so ein Scheiß. Ja, richtig bemies, ey. Aber mehr. So. So. Du kannst eben. Ja, kannst ja die Windel machen. So, ich schnapp dir eben noch einen Teller, weil das hat, war mir klar, dass das nicht reicht. Du schnappst dir noch einen Teller mit Essen. Weil du wirst auch noch nicht komplett satt sein. Genau. Aber bei dir ist ein bisschen besser. Trotzdem gönnt ihr beide euch noch einen Teller mindestens. Wenn nicht sogar zwei. So. Was zur Hölle? Du sollst nicht mit dem flirten. Bist du behindert? Junge, du stehst nicht auf Männer. Auf damit. Junge, Char, ich kann dich gleich töten, wenn du so weitermachst. Auf damit. Hör auf, mit dem zu flirten, Junge. Wenn noch einmal mit einem Mann flirtst, ich bring dich um, Char. Ich mache sowas nicht, also machst du sowas auch nicht. Mir egal, wie horny du bist. Hör auf, mit Caleb zu flirten. Jetzt hat Sarah sich auch das... Jetzt wurde Sarah auch das Herz gebrochen, getroffen. Vor allem auf Männer zu stehen. Ich stehe auch nicht auf Männer. Also darfst du auch nicht auf Männer stehen, weil du mein Char bist. Also. Oh mein Char, ich will den jetzt schon anzünden. Ne? Wenn noch eine Sache kommt, Char, ich schwör's dir. Ich baue mir einen neuen. Ich mache mir einen scheiß verdammten neuen Char, auch wenn ich von vorne anfangen muss. Mit allem. Ist mir scheißegal. So. Hör auf, mit Männern zu flirten. So. Auch wenn die dich am flirten. Sag's nein, ganz einfach. Hör auf damit. Toll. Jetzt hat es Sarah auch noch sauer gemacht. Was für ein Arsch. Hör doch einfach auf. Meine Güte, immer baut der irgendeine Scheiße. So. Du kannst aufhören damit, weil dein Gewein interessiert keinen. Bist nicht ganz ausgeruht, geh ins Bett. So. Wenn ich dich auch losquäle. Das war zu viel. Ja, ess doch einfach. Bist du dumm oder so, Kind? Du essen. Ey, also für die Dummheit muss ich ihn gleich auch mal anschreien. Das geht nicht. Und nein, du kannst dir selber was machen, Amber. Auch wenn du zur Arbeit musst bald. Du kannst trotzdem entweder auf der Arbeit essen oder dir selber was machen. Das ist für die Kinder gemacht. Und sie kann dich nicht mehr frei nehmen, toll. Ja, ess das, verdammte Hake. Was soll denn das? Dumm oder so? Hat Hunger, aber isst nicht, oder was? Dann geh zum Jugendamt, ganz ehrlich, aber vorher schreie ich schon an wegen Dummheit. Ey. Oder weil es nicht ist. Ist mir egal. Was ist jetzt angeschrieben? Oh, Caleb ist Premium Gas. Räumt hier auf sogar. Toll, mich kann er nicht leiden. Super. Und ich dachte, ich und er würden Buddies werden, aber gut, dann halt nicht. So anschreien, genau. Level 2, fast befördert. Also noch 12 Stunden gehe ich dann zur Arbeit. Und du machst nochmal bitte was zu essen. Eben. Ah ne, du musst auf was ins Bett. Schade. Hätte gerne nochmal gekocht mit meinem. Obwohl Liebestag müsste ich auch mitnehmen. Abstimmung wurde eröffnet. Scheiße, da muss ich kurz hin. Mit meinem Charme besten, weil ich glaube, der kennt die meisten Leute, ich weiß es aber nicht. Und ich hoffe, die hat keinen Teller der Herzkekse genommen, aber wahrscheinlich schon, oder? Ja. Natürlich, dankeschön. Anstatt sich selber was zu machen, du faule Nuss, ey. Ah nein, was mache ich da? Hä? Ich kann es nicht außer Kraft setzen? Warum nicht? Egal, geh da mal hin, zeig das mal den Leuten und wo sind die herzförmigen Kekse? Sind dann noch welche da oder haben die alle aufgegessen? Anstatt sich selber was zu machen. Das war nur für die Kinder gedacht, verdammt. Weil die nicht selber essen machen können. Toll. So. Und zwar. Freie Liebe. Ah nein, freie Liebe ist auch schlecht. Und ich weiß nicht, was ich abgelehnt habe. Ich bin gerade beschäftigt. Ne, freie Liebe nicht. Kann ich das hier? Mach das mal hier. Hallo. Char. Mach hin jetzt.
So, und zwar Slammer Pfeil mit euch, ist okay. Seht jetzt dasselbe, oder? Nee. Ja, keine Ahnung. Ob ich das jetzt nicht außer Kraft setzen darf? Das ist scheiße. Weil ich will das Wassereinsparung wegmachen. Naja, egal. So, du, das. Ist der verbuggt? Er hat keinen Hunger. Wie kann er wütend sein? Achso, wegen Zuckerschock gestanden. Dabei was. Hm. Auch wenn ich nicht verstehen kann, warum Kleinkinder darüber wütend werden, weil. Ich war nie wütend, als ich Süßkram gegessen habe, ich habe das gefeiert. Toll. Er hat den verdorbenen Gartensalat noch, super. So. Braucht man was zu essen und dann muss er baden auch. Du kannst mal was kochen, du hast eh Hunger. Perfekt. So. Dann kannst du mal ins Reich der Magie eigentlich reisen. Ja. Aber erstmal natürlich essen, der Junge darf auch was essen. Dann wird er vielleicht noch gebadet und dann passt das. Obwohl, der kann eigentlich Caleb mal nach dem Bad fragen. So. Der Caleb ist auch da, der kann auch mal ein bisschen was machen. Nein, hör doch mal auf damit. Lass ihn mal in Ruhe jetzt. So. Kannst mal runterrennen und Caleb fragen nach dem Bad. Ich kann reden, ja, mach das mal. Aber nur bei anderen beschäftigt ist und meiner schläft. So, ansonsten mache ich das ja nicht. So. Also, kein Wunder, dass ich das. Junge, geh mal nach Hause jetzt. Geh nach Hause, was lang genug da. So. Obwohl, nee. Gute Idee, das kannst du ja abwarten. Ach nö. Nicht schon wieder, ey. Nur weil ich. Oh Mann, das ist viel zu häufig. Hallo, kann ich mal pausieren? Dass ich hier retten kann. Das ist wichtig, mein Lieben. Dankeschön. Hi Feuerwehr. Hi Leute. Dann kannst du mal den schlechten Sohn liegen lassen und den guten lieber aufnehmen. Voll. Was den falschen aufmacht. Egal, ich lasse jetzt den Herz, dass ich dran denke, nur Salate herzustellen will. Ich dachte, sie schafft es, aber nein, schafft sie nicht. Und natürlich geht sie dadurch direkt in Whirlpool, natürlich. Feuer wurde gelöscht, aber beim nächsten Mal wird ein bisschen vorsichtiger. Ja, geht jetzt einfach nach Hause. Ich habe keinen Bock, dass ihr hier rumhängt jetzt noch. Geht einfach weg. Und Nigi kann man auch sofort holen? Nein, du musst jetzt nicht baden, du machst Essen, habe ich gesagt. Und Sascha, du kannst meinen Sohn anschreien, weil mir um Piss geht. So. Ja, aber kannst du mal. Kannst noch mal was schlafen, weil ich glaube nicht, dass du ausgeruht bist. Nee, das Feuer hat dich leider aufgeweckt viel zu früh. Geh noch mal schlafen. Der kann auch noch mal was schlafen, oder? Nee, das Baden und Spielen, ja, gut. So. Da portet er sich weg, der Caleb. Nein, Anne. Ich hab dir was gesagt. Du befolgst meine Befehle. Du machst bald gar nichts mehr. Weil du dann tot bist. Meine Güte. Immer dieses Nicht-Befolgen der Befehle. Ich hasse es. Nur weil die Entwickler Scheiße bauen. So. Ist das Game mal zu verbessern oder so? Nö. Warum auch? Und ich habe auch irgendwie keinen Bock, die Dusche da wegzuholen. Aber ganz ehrlich, irgendwie gehen die Kleinkinder mir auch gerade richtig auf die Nerven. So. Ich glaube, ich habe mir zu viel zugemutet auf einmal. Ich kümmere mich um Anne, ich kümmere mich um meinen. Intensiv. Ja.
Dann kümmere ich mich noch, dass Amber und Amber nicht drauf geht. Weil die anderen sind ja leider schon tot. Ja. Wo ist Morgün eigentlich hin? Ist er abgehauen? Was für ein Arsch. Ah ne, den wollte ich ja. Ich habe zwar der abgebrochen. Oh Mann, Feuer. Mann. Ach stimmt, die hast du es ja wahrscheinlich deswegen. Ja. Ja, mach mal hin hier. Und die beiden Brüder sich über Züge und Schmetterlinge unterhalten. Und Sandwiches, die Superhelden sind oder so. Keine Ahnung. So, abschließend für jeden aus Familienmitglieder. Keine Ahnung, ob Caleb noch hier ist oder nicht. Ist auch egal. Er kann gerne hier bleiben, solange er will. Auch wenn er mich hasst. Was meine Schuld ist. Nice. Sehr gut. Über Beziehung und Ängste kannst du auch reden. Toll, das Geschenk hat er überhaupt nicht gewürdigt. Den abzuheilen. Dann eben. Wo ist das? Über Ängste reden. Super. Und ich? Anna hat das Gefühl, betrogen zu werden, aber verletzlich zu sein, Unsicherheit zu reden. Sie weiß, das Teil ist morgen und dann über Beziehungsende. Romantik, genau. Genau. Romantik. Über Beziehungsende reden, ja. Ah, Pepini. Genau, ihr sollt euch Essen nehmen. Steht da rum. Und die Geister nehmen sich natürlich auch was. Nee, Leute, ihr dürft gleich erstmal kochen, weil was soll denn das? Zu kochen seid ihr euch zu fein, Damen, oder was? Nee, dürft gleich erstmal alle kochen. So. Aber ich glaube, die Folge ist mal wieder vorbei. Deswegen, hoffe, hat Spaß gemacht. Und, das schauen wir noch eben. Anna hat einen Ruck gegeben und eine Kommunikation begonnen, aber die Probleme sind noch nicht aus der Welt. Vielleicht wird ein Kommunikationsversuch an einem anderen Tag ihr helfen, ihre Ängste zu überwinden. Wow, toll. Ja, das war der Part. Hoffe, ihr habt Spaß.